Ein Gruppenspiel, zwei Kommentatoren. Ich bin Manni Beugmann und neben mir sitzt Frank Buschmann. Herzlich willkommen. Dankeschön, genau so ist das. Ein fröhliches Hallo auch von meiner Seite. Und ich bin mal gespannt, was das Ding hier heute für uns zu bieten hat. An die Arbeit, Freunde! Alaba. Und das sieht nach einer guten Torchance aus. Gibt Einwurf. Schweinsteiger am Ball. Philipp Lahm. Ja, so kann es weitergehen. Schöner Pass. So, jetzt ist die Abwehr zur Stelle. Müller. Verliert Ribéry den Ball. Nein, er kämpft. Da freut sich der Trainer. Da ist er gut dazwischen gegangen und hat den Angriff unterbunden. Philipp Lahm. Willen haben den Ball, kriegt er ihn. Achtung, er macht Tore in Serie. Arjen Robben den Ball besitzt. Da stand er genau da, wo er zu stehen hat. Kommt was auf uns zu. So sieht ein Pass aus. Das wird ganz gefährlich. Achtung! Nur ein paar Zentimeter fehlten da. Ein paar Zentimeter. Aber so geht der Ball knapp drüber. Sicher in der Ballbehandlung. Und der Pass von Bastian Schweinsteiger landet beim Gegner. Achtung, jetzt! Unglaubliches Tor!
Es war so furchtbar, aber jetzt zumindest ein Tor. Ja, aber danach legen wir dann auch den Mantel des Schweigens über diesen Kick. Arjen Robben im Ballbesitz. Ein Virtuose, ein Künstler, der kann alles am Ball. Ja, hier könnte sich eine Chance entwickeln. Guter Angriff, aber nur ein Ansatz. Der Gegner ist bereits wieder da. Nein, er fällt jetzt nicht hin. Er bleibt auf den Beinen. Er spielt den Ball zurück zum eigenen Keeper. Das lässt kein Schiri auf der ganzen Welt durchgehen. Freistoß. Eine knappe Pausenführung. 1:0 nach 45 Minuten. Und der Ball läuft wieder, während einige der Zuschauer in der Allianz Arena noch nicht wieder ihren Platz eingenommen haben. Achtung, hier bahnt sich vielleicht was an. Ein riskantes Tackling, aber es ist gut gegangen. Müller. Und die Teamkollegen sind da. Macht er rein! Guck mal hin! Aber er kann den Ball nicht festhalten. Und Tor! Ja, jetzt haben sie zumindest erstmal einen komfortablen Vorsprung. Ja, das ist ein ganz, ganz klarer Torwartfehler, hier deutlich zu erkennen. Den kann er nicht festhalten, muss er aber. Und dann ist das natürlich eine Pflichtaufgabe für den Spieler. Wenn das Spiel das nächste Mal unterbrochen wird, steht wohl ein Wechsel bei den Gästen an. Und er kommt genau an. Und er hat ihn abgewehrt, aber nicht festgehalten. Gut angenommen und behauptet. Und das macht er richtig gut. Gut gegrätscht, da kann man nicht meckern. Jetzt spiel nach vorne bitte. Sieht gut aus. Das war eine Bilderbuchflanke. Die sah im Ansatz gut aus, die Flanke. Aber jetzt hat der Gegner die Kugel. Ein Pass wie aus dem Bilderbuch. Gefahr. Müller. Schönes Zuspiel. Das war schon mutig, sich in diesen Ball reinzuwerfen. Stark gemacht. Achtung! Ja, das war ja auch genau auf den Torwart gezielt. Thank you.
Salomon Kalou. Ja, so kann es weitergehen. Jetzt spielt sie doch nach vorne. Brillant gemacht. Arjen Robben im Ballbesitz. Ein sehr schöner Pass. Mehr Rote. Jetzt sieht er ab. Und der Ball ist drin. Sie haben richtig zugelegt und jetzt liegt sogar der Ausgleich in der Luft. Ja, und wir haben ein richtig enges Fußballspiel. Müller. Die Gäste wollen wechseln. Beim nächsten Pfiff des Schiedsrichters dürfte es soweit sein. Jetzt könnte es gefährlich werden. Und da gehen sie dazwischen. Das hätte was werden können. Müller. Des FC Bayern können zufrieden sein, denn die Münchner gehen als Sieger vom Platz. Ich dachte, es gibt eine Packung, aber die gab es überhaupt nicht. Ja, das ist wieder so ein Moment, wo ich mit dem Verlierer mitfühle. Das war eine klasse Leistung. So, liebe Zuschauer, mein Name ist Manni Breukmann. Ich darf mich dann verabschieden nach diesem hochklassigen Spiel, wie ich fand. Und hoffentlich sind Sie beim nächsten Mal wieder mit von der Partie.